die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Ja, wir haben eine Überraschung. Da drin. Da drin. Wer macht das auf? Ich sehe ein bisschen Hühner. Was? Ich sehe ein Hühner. Nein. Na, schau rein. Wo ist die Michelle? Das sind neue Hühner, Papa. Das sind neue Hühner. Ah. Schön, oder? Sein schwarz-weißes hatten wir bisher noch nicht. So, und jetzt ab in die Freiheit. Zuerst mit Papa kuscheln, Papa kennenlernen. Oh. Und let's go. Wer will noch kuscheln? Hallo. Nicht kuscheln. Wieder sagt immer kuscheln, kuscheln. Wer? Yeah. Kuscheln. Kuscheln, kuscheln, ja. Hini. So. Müssen sie sich kennenlernen. Ja, das ist Sie haben Durst, ja. Die Enten sind ein bisschen so, was ist hier jetzt los? Lara, wir essen zuerst was zum Mittag, okay? Und dann? Und? Noch etwas ängstlich, oder? Du brauchst keine Angst. Unsere neuen Hühner sind noch ein bisschen schüchtern. Die haben, glaube ich, noch nie so wirkliches Freiheit gesehen, oder? Ja. Das ist traurig. Hm. Auch von mir ein offizielles Hallo. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich trage einen Gips. Hm. Natürlich gibt es nichts Besseres, was man sich vorstellen kann, wenn man hochschwanger ist und natürlich jetzt einen Gips trägt. Der schaut aber ehrlich gesagt wilder aus, als es wirklich ist. Es ist nämlich so, dass ich mir, vielleicht erkennt ihr das schon hier, den kleinen Finger, also ja, ich glaube, das ist der Mittelknochen oder irgendwo da dazwischen vom kleinen Finger, den habe ich mir gebrochen. Aber nur ein Millimeter, so ein mini kleiner Bruch ist das. Und für das habe ich hier eine Schiene und dazu noch einen wunderschönen Unterarmgips, was ich ja irgendwie nicht verstehen kann, warum der so riesig sein muss. Aber jetzt ist er halt so und damit muss ich klarkommen. Ja, blöd gelaufen. Ich habe mir die Hand in der Autotür eingeklemmt. Ganz dumm, wirklich richtig dämlich, aber passiert mal. Das sind so Sachen, die man halt jetzt auch nicht planen kann und vorhersehen und sie trotzdem irgendwie, ja, geschehen. Und was soll ich sagen? Es ist halt natürlich doof, es ist die rechte Hand, natürlich die, die ich brauche. Also ich bin ja Rechtshänderin. Aber es geht, ich komme einigermaßen gut damit klar. Ja, also ich habe ja noch meine linke Hand. Und ein bisschen arbeiten, also ich kann zum Beispiel die Maus so leicht bedienen, schreiben geht so auch, nicht gerade in schönster Schrift, aber geht. Und ja, es geht, es tut jetzt auch nicht weh oder so. Was soll ich sagen? Das ist halt nur doof. Natürlich ärgert es mich komplett, ich lache zwar, aber es gab auch Momente, wo ich geweint habe, wo ich gedacht habe, nee, ich brauche jetzt das nicht, ich will keinen Gips haben. Ja, auf jeden Fall, es ist, wie es ist, aber wollen wir jetzt nicht mal weiter von meinem Gips reden und ich nehme euch heute durch unseren Tag mit. Wir waren vorhin einkaufen, also ich und der Papa, wir waren einkaufen. Ich habe mir auch vorhin die Augenbrauen zupfen lassen beim Friseur und mit Henna färben lassen, das erste Mal. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil es doch sehr dunkel ist, also dunkler als meine Natur. Farbe von den Augenbrauen, aber mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden. Und am Montag gehe ich dann wieder Wimpern auffüllen und dann schaut das Ganze so viel besser aus. Ja, und wir waren ein Essen einkaufen und wie ihr gesehen habt, haben wir auch die Hühner geholt, weil wir haben bei uns hier so im Nachbarort so einen Markt und da steht dann also ein LKW und der ist jeden Samstag da und da haben wir schon mal Hühner gekauft. Und da haben wir gesagt, ach komm, lass stehen bleiben und schauen wir uns mal die Hühner an. Und der Baba, der hat sich dann sofort verliebt und hat sich dann gleich dann zwei Hühner mitgenommen. Ich hätte ein bisschen mehrere mitgenommen, weil ja, die haben mir so leid getan, diese Hühner da in den Käfigen. Aber wir haben selber nicht so viel Platz deswegen. Und wir haben ja schon Hühner, wie ihr wisst.
Und deswegen passt das schon. Jetzt haben wir dann insgesamt 4 ausgewachsene Hühner, also mit denen, was wir heute gekauft haben. Und dann haben wir diese 4 kleinen Junghühner, die ja Küken waren. Ja, und wir waren Essen einkaufen und ich würde mal sagen, ich gehe in die Küche und werde die Sachen ausräumen. Wir räumen jetzt gerade alles aus. Also der Patrick, der ist so lieb und hilft mir. Und ich zeige euch mal schnell, so im Schnelldurchlauf, so eine allerart Food Haul, was wir gekauft haben. Also, wir haben für den Patrick veganen Schinkenspiegel gekauft. Das ist sowas wie Fleischwurst, Extrawurst, halt in vegan. Die isst er gerne. Das haben wir 2-mal geholt. Dann auch veganen Käse von Beda. Dann haben wir wieder diese Sojaschnetzel gekauft. Die Luisa stimmt sich schon für ihren Geburtstag ein. Luisa, hast du Geburtstag? Dann haben wir noch Jumpies gekauft. Das sind so Chips, die essen die Kinder ganz gerne. Kartoffelstärke, Knabberstangen, nochmal so ein Jumpies. Dann noch so eine Extrawurst für die Kinder, die essen die ganz gerne. Sojaschnitzel, Champignon. Sojasoßen, 2 Stück. Ich habe mir so einen Flammkuchenteig genommen. Dann haben wir auch so 6 Buttermilchbrötchen und 6 Croissants. Was ist denn? Was ist passiert? Angepatzt? Macht doch nichts. Dann haben wir hier auch die Lieblingsmilch von Papa und mir für den Kaffee geholt von Joja Barista. So eine Mandelmilch. Dann haben wir hier noch so Joghurt für die Kinder gekauft. Papa hat hier noch so grüne Oliven mitgenommen. Dann ein Vollkornbrot für den Patrick. Ich habe mir Feigen gekauft. Ich liebe Feigen, ich sag's euch. Chips, Actimel, Mandarinen, Avocado, noch Brot, Nussbrot. Schmeckt super lecker, Nussbrot. Dann haben wir hier noch so eine Tüte mit diversen Wurstwaren für die Jause der Kinder, also für die Lunchboxen. Paprika, ich habe mir Datteln gekauft. Ich liebe Datteln, wenn ich schwanger bin. Dann so Kokosbusseln, das sind so Kekse, Nüsse, ja, viele also Sachen auch für die Lunchboxen der Kinder. Snacks, Karotten. Viele Sachen hat der Patrick schon eingeräumt. Auf jeden Fall werden wir dieses Wochenende schon uns ein paar Gedanken machen für ein Lunchbox-Video, weil es ist sehr, sehr gefragt, das Video, und ich habe leider früher nie so wirklich Zeit gehabt. Aber wir haben uns das fix vorgenommen, dass wir ein Lunchbox-Video mal wieder drehen. Also ein Lunchbox-Video für Kindergartenkinder, wo so ein bisschen kleinere Portionen drinnen sind. Und dann wollen wir eins auch für so Schulkinder drehen, oder Baba? Ja. Das machen wir dann. Also wir planen das diese Woche, mal schauen, ja, wann es fertig wird. Aber es kommt. Geduld, ein bisschen Geduld. So, meine Lieben, wir haben jetzt Mittag gegessen. Das habe ich jetzt nicht mehr mitgevloggt, weil ja, wir waren alle so hungrig und haben schnell gegessen. Und jetzt sind wir im Garten. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Der hilft mir, also ich trinke wieder Kaffee. Und der hilft mir gegen den niedrigen Blutdruck, den ich ja so habe und unter dem ich schon ein bisschen leide. Und den werde ich jetzt so nach dem Mittagessen genießen. Was ist denn los? Bist du in die Hühnerkacke gestiegen? Luisa, die Lara, weil die, achso, na, die Hühner sind jetzt nämlich hier im ganzen Garten frei und natürlich machen die auch mal hier ein kleines Hühnerhäufchen. Ich bin auf jeden Fall nicht allein im Garten, wie ihr vielleicht hört. Also die Hunde sind da mit dabei. Und nicht nur die Hunde, sondern auch die 2 Mädels. Die spielen jetzt in ihrer Matschküche. Du kannst noch mehr Sand holen, oder? Ich weiß nicht. Brauchst du mehr Wasser? Mhm. Ich hol dir dann Wasser. Spielst du in ihrer Matschküche, Luisa? Ja, Mann. Lara, brauchst du noch mehr Wasser? Mhm. Aber du brauchst doch mehr Sand. Ja, ich nehme den Sand. Nimm dir, du holst den Sand und ich hol dir Wasser, okay? Okay. So, die Mädels sind jetzt versorgt, haben hier Wasser und Sand. Und die Sophie hat sich jetzt so um den Sand herumgewurzelt. Sophie? Die leckt ein bisschen davon ab. Um Wasser, ja. Weil sie auch Wasser liebt. Ich will auch das machen. Ja, holt ihr noch so ein. Holt euch mehr Spielutensilien, ha? Huh? Lara, von der Sandkiste.
Der Baum kämpft hier sein Loch zuzugraben. Das Problem ist, die kleinen schwarzen Küken sind mit am Start, weil die wollen ein paar Regenwürmer. Keine Arbeitsbedingungen, oder? Nicht optimal. Aber dein Arbeitsoutfit gefällt mir aber. Noch bunter geht er gar nicht, ne? Rote Haare, grünes T-Shirt, blaue Hose, schau mal die Socken an. Sehr fesch. Herbstmode 2020. Ist deine Zecken weg? Die sind wahrscheinlich leckere Würmer, oder? Hallo. Okay, dann fange ich woanders an. Ich glaube, es dauert das lange. Bist du heute fertig mit dem Zuschütten? Die Hühner hier schon, ja. Pass auf, dass du nicht einen Huhn reinschmeißt. Ja, Baba? So, und ich werde mich jetzt ein bisschen hier im... Boah, ich bin so aus der Puste, ich sag's euch. Na gut, mein Lieben, ich werde mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen hier hinchillen, ein bisschen am Handy was gucken und mich ausruhen. Mittlerweile ist der Patrick auch zu Hilfe geeilt. Der hat noch seine Hausaufgaben fertig gemacht. Und jetzt, wie schaut's aus mit dem Loch, Papa? Wie viel ist noch? Die Hälfte. Die Hälfte, echt? Wäre es nicht einfacher, die Erde einfach so mit dem Körper reinzuschieben? Nein, bin noch Meine Arschbacken. Du hast ja kaum welche. Schau, jetzt sind auch mal nochmal die Grauen. Kopf, meine Nähe. Die Grauen sind jetzt auch gekommen. Wie geht's euch? Ich werde jetzt dann reingehen und den Pizzateig vorbereiten, damit der Zeit hat zum Wachsen. Wir sind jetzt in der Küche. Und ich mache jetzt den Pizzateig, haben wir schon das Gerät vorbereitet und werde die ganzen Zutaten hier reinschmeißen. Das Rezept habe ich schon mal gepostet in meinem 5 Mittagessen Rezepte Video, das werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Falls ihr das anschauen wollt, dann schaut dort gerne vorbei. Ich werde es auf jeden Fall gleich loslegen und nicht so viel labern. So, meine Lieben, das schaut so schlimm aus, wenn man so unter dem Licht filmt. Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Mein Teig schaut so aus, er ist richtig riesig geworden. Und der Papa ist mittlerweile auch schon mit draußen fertig, also mit der ganzen Graberei oder Zuschütterei, weil ja, ist ja halt andersrum. Und er macht jetzt gleich die Pizzen, weil ich kann nicht den Nudelwalker bedienen. Deswegen macht er das. Ich habe ja keine Lust auf Pizza, ich möchte den Flammkuchen essen, deswegen habe ich mir heute einen Flammkuchenteig gekauft und ich zeige euch, wie ich sie belege, weil ich habe da so ein echt cooles Rezept gesehen. Also ich habe jetzt kein... Ja, ein Monster? Ja. Pass auf, das Glas fällt sonst runter. Auf jeden Fall mache ich da Frischkäse drauf und dann mache ich dann Feigen drauf und Weichkäse, so Brie-Käse.
das wird sicher mega lecker schmecken. Und dann drüber so ein bisschen Honig. Da haben wir eigentlich Pinienkerne. Ja. Und Pinienkerne. Kannst du mir die rausgeben? Dankeschön. So schaut mein Flammkuchen aus. Der riecht super lecker. Ich habe noch so ein bisschen Honig drüber getan. Wir werden jetzt in Ruhe noch fertig essen und danach eigentlich eh schon vielleicht ein bisschen Fernsehen und chillen. Und werde mich jetzt aber auch gleichzeitig vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bald wieder.